Bestandsmehrung und Bestandsminderung bei Werkstoffen. Das war ein Kommentar bzw. ein Wunsch aus den Kommentaren. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, wie wir vorgehen müssen. Ich habe zwei Beispiele dazu und dann sollte das hoffentlich verständlich sein. Also, wir starten mal mit der Bestandsminderung. Wir nehmen ein Lager. Normalerweise haben Unternehmen ein solches Lager und dort ist eben alles auf Reserve, also Rohstoffe, Werkstoffe, Schrauben, alles was für die Produktion benötigt wird und wir stellen Fahrräder her. Und in diesem Geschäftsjahr gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben Fahrräder für eine Summe von 200.000 Euro an unsere Kunden auf Ziel verkauft. Also 200.000 Euro haben wir eingenommen mit diesen Fahrrädern. Für die Herstellung der Fahrräder benötigen wir Rohstoffe im Wert von 80.000 Euro. Also beispielsweise sind das Aluminiumrahmen oder Aluminiumstangen, aus denen wir dann diesen Rahmen herstellen für diese Räder. Und wir kaufen aber lediglich Rohstoffe im Wert von 50.000 Euro, die wir verarbeiten. So, der schnelle Mensch sieht jetzt sofort, aha, das sind 30.000 Euro, die wir zusätzlich benötigen an Rohstoffen, die wir nicht gekauft haben. Was passiert also? Diese restlichen Rohstoffe, also ich kaufe 50.000 Euro Rohstoffe ein, ich brauche aber 80.000, also hole ich mir Rohstoffe aus meinem Lager, die ich noch auf Vorrat habe, im Wert von 30.000 Euro. Deshalb mindert sich der Bestand im Lager. Also Bestandsminderung bezieht sich immer auf das Lager. Ich habe da was auf Reserve und mein Bestand mindert sich, wenn ich darauf zurückgreife. Die rechnerische Lösung zu dem Ganzen. Meistens ist die Aufgabenstellung so, dass bei den Rechnungswesenaufgaben steht dann dran, Anfangsbestand Rohstoffe 100.000 Euro, Schlussbestand Rohstoffe 70.000 Euro. Sodass ich verstehen muss, aha, nach dem Geschäftsjahr habe ich 30.000 Euro weniger. Das heißt, es wurden 100.000 Euro minus 70.000 Euro, also 30.000 Euro Rohstoffe aus dem Lager verwendet, weil eben mein Rohstoffkonto, mein 2000er Konto, hat um 30.000 Euro abgenommen, also habe ich da Rohstoffe geholt und verbraucht. Das heißt, Verbrauch insgesamt an Rohstoffen, das sind die Rohstoffe aus dem Lager in Höhe von 30.000 Euro und natürlich die eingekauften Rohstoffe in Höhe von 50.000 Euro. Also komme ich auf diese Summe von 80.000 Euro, die ich in diesem Jahr verbraucht habe. Und hier ist gleich dick anzustreichen, Bestandsminderungen werden immer zu den Kosten bzw. eben zu meinem Verbrauch addiert. Also plus Bestandsminderung bei den Kosten. Es gibt dann immer so eine Kostenaufstellung, wo ich eben ausrechne, was hat mich die Produktion gekostet. Ich muss immer die Bestandsminderung dazu addieren, weil ich eben aus dem Bestand, aus dem Lager noch zusätzlich Rohstoffe geholt habe, die ich natürlich als Kosten mit einrechnen muss. Und ja, am Ende rechne ich dann meist noch bei der Aufgabe den Rohgewinn aus. Also ich habe Einnahmen von 200.000 gehabt. Minus Ausgaben und da eben 50.000 Rohstoffe, die ich gekauft habe, plus 30.000 aus dem Lager, also 80.000 Euro Rohstoffe, gibt einen Rohgewinn von 120.000 Euro, der mir dann übrig bleibt. Das ist so die rechnerische Lösung. Uns interessiert aber die Buchhaltung. Das erste, was ich für die buchhalterische Lösung benötige, sind T-Konten. Und ich starte mit dem 2000 Rohstoffkonto, denn dort weiß ich, ich habe einen Anfangsbestand von 100.000 Euro und ich habe einen Schlussbestand von 70.000 Euro. Das heißt, ich kann hier direkt das Ganze abschließen, denn ich habe diese Angaben bereits mit inklusive Schlussbestand. Und diesen Schlussbestand kann ich direkt weiter verbuchen an mein Schlussbilanzkonto, denn wir haben ein 2000er Konto, das ist ein Bestandskonto. Und die kann ich dann hier unten direkt verbuchen. Oben stehen sie im Haben, also stehen sie im Schlussbilanzkonto im Soll. Also ist mein Buchungssatz 80.10 SBK 70.000 Euro an 2.000 Rohstoffe 70.000 Euro. Und wenn ich mir das Rohstoffkonto nochmal anschaue, dann fällt mir auf, dass auf der rechten Seite fehlen mir noch 30.000 Euro. Sonst geht die Seite nicht auf, weil 30 und 70 müssen ja wieder 100.000 geben. Diese 30.000 Euro verbuche ich jetzt auf mein 6000er Konto, Aufwendungen für Rohstoffe. Also ist mein zweiter Buchungssatz, Aufwendungen für Rohstoffe 30.000 an mein 2000 Rohstoffe 30.000 Euro. Und wir klären jetzt auch direkt mal, wieso das so ist. Dieses linke Rohstoffkonto, also 2000 Rohstoffe,
wird verwendet, wenn es um die Lagerung bzw. den Bestand der Rohstoffe geht. Das heißt, das 2000er Rohstoffkonto, mein Bestandskonto, ist mein Lager. Dort habe ich die Rohstoffe, die ich aktuell nicht verwende oder nur dann verwende, wenn ich sie benötige, wie zum Beispiel diese 30.000 Euro. Mein anderes, meine Aufwendungen für Rohstoffe, hier verbuche ich, wenn ich die Rohstoffe weiterverarbeite zu einem Produkt. Das heißt, diese 30.000 Euro, die ich aus dem Lager hole, um meine Fahrräder herzustellen, die verbuche ich praktisch aus dem 2000 Rohstoffkonto an mein Aufwandskonto, weil jetzt verbrauche ich sie. So, was ich hier noch verbuchen muss bei Aufwendungen für Rohstoffe, sind die 50.000 Euro, die ich eingekauft habe, denn ich brauche ja in Summe 80.000 Euro, die ich verarbeite. Diese hier. Und wenn ich das Ganze dann abschließe, dann komme ich auf einen Schlussbestand von 80.000 Euro. Und das ist jetzt ein 6.000er Konto. Und 6.000er Konto ist ein Aufwandskonto und Aufwandskonten werden im G&V-Konto abgeschlossen. Das heißt, diese 80.000 Euro verbuche ich jetzt als Aufwand im G&V-Konto, weil ich Rohstoffe im Wert von 80.000 Euro verbraucht habe und entsprechend auch diese Kosten dann im G&V-Konto verbuchen muss. Also ist mein zweiter Buchungssatz, 80-20 GUV an 6.000 Aufwendungen für Rohstoffe, 80.000 Euro. So, und jetzt habe ich die Kosten verbucht und jetzt muss ich natürlich noch meinen Erlös verbuchen. Das heißt, ich habe das Konto 5.000 Umsatzerlöse für Erzeugnisse und Leistungen, also Produkte, die ich selber hergestellt habe, wie dieses Fahrrad. Und dort habe ich eingenommen 200.000 Euro. Und das kann ich jetzt direkt abschließen und ebenfalls wird das, dadurch, dass es ein Ertragskonto ist, ans G&V-Konto verbucht. Also habe ich den vierten Buchungssatz 5.000 Umsatzerlöse an 80-20 GUV 200.000 Euro. Und jetzt ist es im Endeffekt nur noch so, dass ich das G&V-Konto abschließe und erreiche dann wieder meinen Rohgewinn von 120.000 Euro, nur dieses Mal eben als buchhalterische Lösung, weil ich habe jetzt die Kosten und die Erlöse im G&V-Konto verbucht und habe jetzt eben ein Rohgewinn von 120.000 Euro bzw. einen Schlussbestand und den könnte ich jetzt weiter verbuchen an mein Eigenkapital, welches dann ansteigt um 120.000 Euro. Die Bestandsmehrung läuft ähnlich ab wie die Bestandsminderung, nur dass wir dieses Mal eben zu viele Rohstoffe haben. Das heißt, ich habe wieder mein Lager, ich produziere wieder Fahrräder. Und dieses Mal mache ich so, wir verkaufen im Geschäftsjahr wieder Fahrräder für eine Summe von 200.000 Euro an unsere Kunden auf Ziel. Wir benötigen wieder 80.000 Euro für die Rohstoffe. Und dieses Mal habe ich aber den Fall, wir kaufen Rohstoffe im Wert von 100.000 Euro ein. Vielleicht, weil es einen Mengenrabatt gab, vielleicht, weil der Preis prinzipiell gut war, vielleicht wollten wir unser Lager wieder ein bisschen füllen. Was auch immer, wir kaufen mehr Rohstoffe, als wir letztlich für die Produktion benötigen. Bedeutet also, 20.000 Euro Rohstoffe, die ich gekauft habe, benötige ich nicht und entsprechend gehen die dann rüber ans Lager. Also mehrt sich mein Bestand im Lager. Die rechnerische Lösung ist wieder ziemlich simpel. Ich habe wieder die Aufgabenstellung, Anfangsbestand Rohstoffe 100.000 Euro, Schlussbestand Rohstoffe 120.000 Euro. Ich weiß also sofort, ich habe mehr Rohstoffe dazu gewonnen, als ich letztlich verbraucht habe, weil mein Bestand ist gestiegen. Heißt also, mein Bestand steigt um 120.000 minus 100.000, also immer Schlussbestand minus Anfangsbestand, ergibt 20.000 Euro. Mein Verbrauch an Rohstoffen berechnet sich aus gekaufte Rohstoffe 100.000 Euro und jetzt eben minus nicht eingesetzte Rohstoffe 20.000 Euro gibt wieder 80.000 Euro. Das heißt, jetzt ist es genau umgekehrt. Eine Bestandsmehrung im Lager bedeutet, ich habe Geld für Rohstoffe ausgegeben, aber nicht alles gebraucht. Also wenn mein Lager ansteigt, dann habe ich mehr Rohstoffe eingekauft, als ich benötigt habe. Also muss ich diese Mehrung, also der Betrag, um den das Lager ansteigt, also die Bestandsmehrung, muss ich von meinen Kosten abziehen. Das ist immer so ein bisschen die umgekehrte Psychologie, wo sich Schüler ein bisschen schwer tun. Bestandsminderung addiere ich zu den Kosten und eine Bestandsmehrung subtrahiere ich von den Kosten. Kann man sich genauso merken. Und alles andere bleibt wie gehabt, also Einnahmen 200.000 Euro minus Ausgaben 80.000 Euro gibt wieder den gleichen Rohgewinn von 120.000 Euro. Lediglich mein Lager verändert sich anders bei der Bestandsmehrung.
Buchhalterisch sieht das Ganze annähernd so aus wie bei der Bestandsminderung. Das heißt, ich fange wieder an mit meinem Rohstoffkonto. Ich habe wieder einen Anfangsbestand von 100.000 Euro und dieses Mal habe ich einen Schlussbestand von 120.000 Euro. Ich kann sofort abschließen und diese 120.000 Euro Schlussbestand verbuche ich erneut an mein Schlussbilanzkonto. So, dann ist mein erster Buchungssatz direkt wieder Schlussbilanzkonto 120.000 Euro an Rohstoffe 120.000 Euro. Jetzt ist es aber so, dass mir oben bei meinem Rohstoffkonto nicht auf der rechten, sondern auf der Soll, also auf der linken Seite, fehlt mir noch Geld. Da fehlen jetzt diese 20.000 Euro. Die werden wiederum hier drüben bei den Aufwendungen für Rohstoffe verbucht. Dieses Mal halte ich erstmal fest, ich habe hier 100.000 Euro eingekauft. Auch wenn ich nicht alles davon verbrauche, ich verbuche erstmal meinen Einkauf für Rohstoffe. Das heißt, ich habe diese eingekauft, um direkt weiterzuarbeiten, also direkt für die Produktion. Das heißt, ich verbuche erstmal die ganzen 100.000 Euro als Aufwand, halte es als Kosten fest und fange erstmal an zu produzieren. So, und jetzt stelle ich alle Fahrräder her, die ich benötige. Und jetzt stelle ich aber fest, au, wir sind fertig mit der Produktion, wir haben noch 20.000 Euro Rohstoffe übrig. Die nehme ich jetzt und verbuche sie, wie gesagt, in mein Lager. Das ist dieser grüne Buchungssatz. Rohstoffe, also 2000 Rohstoffe an 6000 Aufwendungen Rohstoffe 20.000 Euro. Das heißt, ich habe jetzt einfach festgestellt, ich habe nicht alle Rohstoffe verbraucht. Ich verbuche sie rüber an mein 2000er Konto, an mein Lager, damit ich sie später irgendwann mal wieder verwenden kann. Und wenn ich jetzt mein 6000er Konto Aufwendungen für Rohstoffe abschließe, jetzt habe ich wieder diese 80.000 Euro, die noch übrig bleiben an Schlussbestand. Und die verbuche ich wieder ins G&V und jetzt habe ich die gleiche Ausgangslage wie bei der Bestandsminderung zuvor. Das heißt, jetzt habe ich wieder Kosten gehabt von 80.000 Euro und kann das Ganze festhalten mit GUV 80.000 an, 6.000 Aufwendungen Rohstoffe 80.000. Und jetzt kommen noch meine Umsatzerlöse, die sind unverändert. Ich habe 200.000 eingenommen, die schließe ich ab, packe sie in mein G&V-Konto. Und habe wieder den gleichen Buchungssatz, 5.000 an 80-20 GOV, 200.000 Euro. Und wenn ich hier jetzt wieder abschließe, habe ich direkt wieder den Rohgewinn von 120.000 Euro. Also der einzige Unterschied bei Bestandsmehrung und Bestandsminderung ist wirklich, ich muss schauen, nimmt mein Schlussbestand von den Rohstoffen zu oder ab im Lager. Und entsprechend habe ich eine Bestandsmehrung oder Minderung und muss entsprechend die Gegenbuchung machen. Entweder ich hole mir noch zusätzliche Rohstoffe aus dem Lager oder ich habe zu viele Rohstoffe gekauft, verbuche die erstmal in meinem Aufwandskonto und pack alles, was ich nicht verbraucht habe, zurück ans Lager. Das war auch schon der ganze Trick bei der Bestandsmehrung und Minderung bei Werkstoffen. Wie immer vielen Dank. Sollten noch Fragen sein, gerne in die Kommentare, bei Unklarheiten ebenso und falls ihr Wünsche habt, einfach raus damit.